ich im Ausland dirigiere, werde ich von Orchestermusikern sehr oft angesprochen und gefragt, warum denn die Wiener Orchester anders klingen. Wie ist denn das mit diesem Wiener Klang? Und wenn ich dann in Wien dirigiere, werde ich tatsächlich bestätigt, die Wiener Orchester klingen anders. Sie spielen anders. Was ist nun der Wiener Klang? Und ich möchte hier eine kleine Episode erzählen. Als ich eine Geigenstunde hatte bei meinem Lehrer Alfred Starr, ich hatte gerade das Mozart-Violinkonzert Nummer 3 in G-Dur vorbereitet und wahrscheinlich hatte ich etwas robust gespielt, mich zu sehr konzentriert auf die Technik, vielleicht etwas zu hart. Jedenfalls hat er mich nach einiger Zeit unterbrochen und gesagt, Herr Honeck, Sie spielen zu aggressiv. Sie verletzen das Instrument. Sie müssen Ihr Instrument so behandeln, wie Sie Ihre Ehefrau behandeln würden. Damit hat er wirklich das getroffen, was der Wiener Klang meiner Meinung nach ausmacht. Diese vornehme Behandlung jeden einzelnen Tones, dieses nicht Verletzende, das Anspielen, das weiche Anspielen, das macht es letzten Endes aus. Ob es nun ein Pianissimo ist oder auch eben Fortissimo, auch ein ganz lauter Akkord, sollte noch nobel klingen. Natürlich gibt es auch Instrumente, die nur in Wien gespielt werden, Oboe, Horn, vielleicht auch die Pauken. Es macht auf jeden Fall diese Klangmischung aus. Vielleicht auch die Art und Weise, wie wir leben in Wien, die Mentalität, wie wir sprechen auch. Das ist doch auch sehr, sehr musikalisch. Ich meinerseits möchte alles tun, damit dieser Wiener Klang weiter gepflegt wird. Ich finde ihn ganz großartig und ich liebe ihn auch sehr.